The power of the dark side, 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 side. Irgendwelche Vorkenntnisse oder drauf? Irgendwas kommt bestimmt zwischendurch von links und rechts. Ja, bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Na komm, cheerio. Klopf, klopf. Was war? Oh, willst du Heilung haben? Nee, Indy ist tot. Was ist denn das für ein Viecher? Ich weiß nicht warum. Also der hat ja eine komische Impulsangriff gemacht und das... Ja, hat mich hingerafft. Oh je. Desto, Desto, weg dort, weg! Gut, wieder. Lass geht's so zu dritt. Müsst ihr geben, wir sind ja Overlay. War eigentlich jetzt nicht mein Plan. Es macht Damage, Foxy. Es macht Damage. Ja. Wieder der Impuls, genau. Obwohl der Balge weg ist, macht er noch mal einer. Boah, was hast du denn da Weifer Machtstoß gemacht, V? Wieso? So riesige Kugel. Erst das? Und dann dieses... Ja, das, genau. Oh, oh, oh. Ja, wir machen das auch ohne mich. Solange er nur auf dich schießt, ist dir das irgendwie... Messer. Ja, Shady Akro. Recht chilliger Bus. Und seine Geräusche her, denk mal, fast erkennt Rübs. Also das Ende-Geräusch jedenfalls. Ja, es ist aber auch der erste Boss, man soll sehr langsam reinkommen. Wir haben noch 2%. Oh, Fauxi hat eine weggestoßen. Oje. Guck mal, du Bodeneffekt machst ja Wahnsinn. Ja. So, was habe ich denn noch? Ich hab euch noch Tränke hergestellt, Stims. Alle wieder ruhig, es hat Stuff gibt, eindeutig. Wenn sie ruhig sind, hat Stuff. Na klar, ich hab einen besseren Gürtel bekommen. Danke, Fashion. Gugumo, für wenn ist denn das? Warum kann ich dir das... Gegenstand ist gebunden, alles klar. Right wing. Für jegliche DDs. Also, Foxy. Oder für die, also bei mir, ich muss ja sagen, alles daran ist besser als meine. Achso, das kennt auch für mich Sinn. Ja. Ah, alles klar. Was hast du da? Was hast du mir jetzt Bilder lernen. Stims. Was? Das Pendant zu Fläschchen. Oh. Ach so. Ach so. So wie im anderen MMO. Genau. Du jagst dir das Ding ins Bein und dann bist du aufgeputscht. Ja, also vor Bosse reindrücken. Ja, das hält länger. Also bist du quasi vom Beruf so der Alchemist? Ja. Das Ding habe ich auch. Ich finde es immer noch so geil. Ich hätte gerne so eine als Pet, ne? So hinterherlatschen. Ja gut, er fliegt halt mit, ne? Jo. Gut.
Irgendwas zu verticken? Mann, das ist das Käferkeul. Komm mal. Oh, hier ist eine Konsole. Boah, das, wie das aussieht mit den Statuen. Hat irgendwas von so einem Stargate-Film. Ist ja wieder alle, ne? Ja. Das sind, was sind das? Sind das Ratataki? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das jetzt Ratataki war. Halt! Wir müssen miteinander reden. Ich bin der Meister der Fabrik. Einst ein Gefangener des Imperators und nun der Mann, den ihr vernichten wollt. Na, wer von euch weiß schon, wer es ist? Ich nicht. Mysteriöser Jedi. Einst Gefangener des Imperators. Das, die Geschichte haben wir doch schon mal angeschnitten. Mhm. Ich höre aufmerksam zu. Vor 300 Jahren habe ich euer Imperium in den Sternen entdeckt und mich gegen den Imperator persönlich gestellt. Ich wurde hintergangen. Besiegt. Ich habe den Preis bezahlt. Denn der Imperator hat jahrhundertelang mein Reich gewütet. Aber ich habe ihm nichts gegeben. Ich bin der Beweis, dass man der dunklen Seite widerstehen kann. Nicht jeder Sith gibt der Versuchung nach. Ich weiß, wie erleichternd das Licht sein kann. Dann versteht ihr, was ich habe die Boshaftigkeit des Imperators gesehen. Er muss vernichtet werden, samt allem, was er geschaffen hat. Oder die Galaxis wird bis in alle Ewigkeit leiden. Ihr müsst nicht mit ihm sterben. Ergebt euch, und ihr könnt seinen Krieg in aller Ruhe als Gefangene betrachten. Ganz sicher. Beton hat die 3 gedreht. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Ihr lasst du doch auch. Natürlich. Ich lasse mich doch von denen gefangen nehmen. Meine endlose Armee. Interessant, die Rüstung hat er. Ja. Die gibt's oder gab's in irgendeinem Paket, Mann. Du kommst immer mit dem Kartellkram. Ja, weil es es halt mal gab. Erforderlich. Vernichtungseinheiten müssen Eindringlinge stellen. Psychoscanner und Beobachter müssen der taktischen Kontrolle Bericht erstatten. Jenny Charge, Startposition. Oh, links ist noch ein Roboter rausgekommen. Naja, rechts auch. Warum kann ich einen Roboter würgen? Sehr komisch. Dann sind seine Hände selbst durch dieses Metall. Ja, aber er also macht, wie wenn er die Luft abgeschnürt kriegt. So, da gibt's. Es ist ein Computerspiel, ich darf es nicht in Frage stellen. Du hast ihm die Ölleitung zugeklemmt. Ach so, ah, Schaut, Charge! Bist du wieder runterfällst, ne? Och, Fauxi! Oh, guck mal, wo ist denn der? Runtergefallen. Hab's ja geschubst. Ich hab's nicht angefasst. Hat's Poak. Nein, 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 ich hab's nicht angefasst. Guck mal, der steht doch wie wenn er noch an wäre. Ja, ich wollte doch noch Loot. Beobachtung. Dieser Angriff ist kein ernstzunehmender Test der Verteidigung in der Fabrik. Bitte weitere Fleischsäcke zum Töten bereit. Ja, bitte weitere Fleischsäcke zum Töten bereitstellen. Ich liebe HK. Also HK ist ein Vernichtungsdroide, den man sich auch im Spiel erarbeiten kann. Und mitunter einer der coolsten Gefährten überhaupt. Der kann halt echt jeder kriegen. Ja, das ist spielerisch, also man kann sich's erspielen. Es sind sehr schwere Missionen und man muss sowohl helle als auch die dunkle Seite dafür spielen. Oh. Weil man Sachen auf der hellen Seite braucht. Um ihn sich freischalten zu können. Oh, diesmal wird's anspruchsvoller.
Aber die ganze Story um HK ist cool. Und HK selbst bietet mitunter die coolsten Begleitersprüche, die es überhaupt gibt. Ich glaube, wir kämpfen hier noch gegen eine HK-Einheit. Lute, Lute, ich will abbauen. Danke. Danke. Hier, die Vernichtungsdruiden sind ja auch im Prinzip HK-Einheiten. Denne, wo wir gerade machen, oder die andere Zwerg? Die auf zwei Beinen. HK 51 kann man. Ich hab von irgendwas die abschalten. Drin ist eine Produktionsstelle von Druide. Cool. Wie das aussieht. Oh, das kann man wegsprengen, okay. Hier müssen zwei rauskommen. Hä? Dann mach die weg als DDs. Ach, da ist was aufgegangen. Ja, die Jedi-Streiterin. Ja gut, die könnten wir hätten sie gerne mit den Fässern machen. Zieh sie zu den Fässern. Ne, die kommt mit Meister Rolis. Der anscheinend hier Boss ist. Was, ist Bot? Ja, aber wir hätten da vorne auch die Station gehabt zum Laden. Ja, weil ich dachte halt, es wäre ein Boss, weil hier diese Heildinger sind. Nö, nee, gab keine Loot dafür. Okay, dann weiter. Der nächste Fabrik-Terminal-Dings-Krams da. Ich glaube, der links wäre lieber gewesen. Der mag uns. Alles gut. Ich bin ja gespannt, ob wir hier dann auch wieder so einen Bonusboss freischalten. Die Sachen, die ich gemacht habe, vergesse ich immer wieder, wie, wo, was genau war. Aber es ist halt ewig, ja, dass ich es gemacht habe. Mein Herr hat versprochen, dass Sie durch meine Hand sterben werden. Wenn das so weitergeht, Bonus Teil 3. Dann deaktiviere die Schildgeneratoren.
Wenn man bedenkt, wir sind ja jetzt hier im Story-Modus drin, wenn man aber jetzt bedenkt, dass wir jetzt hier in einer höheren Schwierigkeitsstufe drin wären, ist zum Beispiel eine sehr gewollte Taktik meistens, dass man die Gegner mit Absicht über das Geländer stoßt, um halt weniger kämpfen zu müssen. Das ist ja dann aber mehr so One-Man-sich gedenkt, oder? Weil es ist ja nicht ja Loot. Weniger Loot? Ja, die XP kriegst du aber trotzdem fürs Töten. Und die meisten haben jetzt hier nicht so viel, dass man sagt, wow, was für ein Verlust. Ach, dann auf der anderen Seite ist auch Zeugs rausgekommen. Ja, und ich hab Axel. Und nicht. Das ist jetzt zum Beispiel, wäre was für Foxy. Ich hab dir gedrückt, Foxy, wenn's brauchst, drückt natürlich Bedarf. Also, Von den Werten her kann's theoretisch. Nee. Für Beton ist es nix, weil Beton braucht ja ein Schild und keinen Fokus. Mhm. Ach komm, Kollege, geh mir nicht auf den Sack. Oh je, je. Mit dieser aufdringlichen Spinne-Roboter. Das ist Spinnen. Das soll ich es anders nennen? Nein. Die sehen ja aus wie ein Ark. Ja, nur ein bisschen größer. Beton, hast du eigentlich oft irgendwas gemacht bezüglich Farbkristall? Nee. Ich muss das Jedi blau los. Also soll ich, Beton, soll ich dir was spoilern bezüglich deinem Beruf, was echt cool ist? So. War Beton nicht ich. Ja, dass ich wahrscheinlich noch andere Farben herstellen kann. Spoiler beendet. Ja, es gibt in Flashpoints oder späteren Operationen gibt es Farbkristalle in Schwarz-Rot, Schwarz-Lila und so weiter. Ah, okay. Und wenn jetzt zum Beispiel von uns keiner die Waffe mehr braucht, weil sie schlechter wäre, könntest du die nehmen und wenn du dann die Farbkristalle rausmachst und rekonstruierst, also kaputt machst, kann es sein, dass gibt es eine Chance, dass du den Bauplan für diesen Farbkristall erlernen kannst. Könntest auch die Mauer mal anklingen. Ah, ach so. Und das ist halt schon cool, wenn man weiß, dass man halt später dann trotzdem noch mehr erlernen kann. Boah, sieht das cool. Sie sind ein wirklich anspruchsvolles Ziel. Sehen hier jemand? Ach. Ich bin HK-47, der engste Vertraute meines Herrn. Einst war ich ein Anführer. Ja, sieht ganz nett aus. Aber nun ist es meine Pflicht. Und so einen gibt's als Begleiter. Die mechanischen Armeen der Fabrik zu befehligen. Ja, aber die Arbeit, wo hinter dir dran steckt, also so toll finde ich nicht vom Aussehen. Wenn du sagst, ich muss beide Seiten spielen und so. Das nenne ich einen schweren Fall von Selbstverliebtheit. Einspruch. Mein Stolz ist absolut gerecht. Aber die Sprüche sind's wert. Vernichtungsdroiden sind die Glanzleistung meines Herrn. Sie sind mit Bioscannern ausgestattet. Er wird zu dir passen. Er ist sehr arrogant und eingebildet. Und von sich selbst überzeugt. Das trifft auf 97,8% der imperialen Bevölkerung zu. Ich bin überrascht, dass dein Herr dazu fähig ist. Vielleicht ist er doch eine Herausforderung. Anmerkung. So sehr ich mich auch darauf freue, unsere Feinde Planet für Planet auszulöschen, habe ich doch die persönliche Konfrontation vermisst. Ihre Knochen werden hübsche Trophäen zur Erinnerung an meinen ersten Mord seit langem abgeben. Ist er das? Ja. Also das ist HK-47. Ich hab nur Elschwert.